So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Natürlich sollte es 10.35 Uhr heißen, nicht 10.25 Uhr. Kleiner Fehler von mir. So, dann schauen wir gleich auf den DAX bzw. auf die DAX-Liste. Was passiert oder welche Werte sind besonders gefragt oder stehen unter Verkaufsdruck? Die Siemens konnte gestern enorm zulegen. Heute 3% im Minus, eine BASF auch 3% im Minus. Oben, ganz oben eine E.ON, da ist ja gestern ein Szenario, beziehungsweise aktiviert oder nochmal vorgestellt worden. Liegt gut im Plus, das ist natürlich erfreulich. Und auch sonst war die Woche, beziehungsweise die Analysearbeit, ja, sehr gut. Kommen wir eben gleich auf den Dow Jones Index zu sprechen, nachdem eben Apple Zahlen präsentiert hat, zuerst relativ unverändert und im Endeffekt war der Ausblick dann negativ und die Aktie verlor dann, glaube ich, so rund 2-3% nachbörslich. Also das große Beben ist ausgeblieben, nach oben oder nach unten, auch Japan. Oder beziehungsweise, ich habe jetzt eben nur Japan auf dem Blick, ist eigentlich auch relativ im ruhigen Fahrwasser gewesen. Eine Tagesspanne von rund 300 Punkten ist im Vergleich zu manchen Tagen, wo der Index sich 1000 Punkte bewegt hat, hält sich das also im Rahmen. Aber kommen wir eben zum Dow Jones, eben dem Index Future Chart. Da lief am Wochenende, sollte es diesen Bereich runtergehen und von dort aus dann eine größere Bewegung dann starten. Ich habe die dann noch aufgeteilt, gestern Mittag gegen 13, 14 Uhr. Lief dann hier leider nicht mehr in den kompletten Wunschbereich nochmal rein, zog aber dann davon, hat dann diese fünfwellige Aufwärtsbewegung nicht bis hier vollzogen, sondern bis dort. Dann schiebe ich hier eben das jetzt hier nebenhin und von dem 4 Stunden Widerstand ging es dann nochmal runter. Das ist ja jetzt hier keine Trendlinie, ist ja nur ein Prognosepfeil. Was man jetzt hier sagen kann, es muss jetzt definitiv relativ flott bzw. im Handel, im regulären Handel ab 15.30 Uhr über dieses Hoch hinweggehen, sollte es dann da nicht Fehlausbruch geben, eben signifikant wäre jetzt halt wirklich, ja, ein Stundenclose darüber wäre natürlich ideal, aber auch sonst wäre hier ein Ausbruch nach oben natürlich damit verbunden, dass dann hier diese letzte Aufwärtsbewegung dann stattfindet, beziehungsweise halt die nächste. Was passiert, wenn jetzt hier kein neues Hoch stattfinden kann oder auch wird am heutigen Tag, kann es erstmal auch sowieso noch hier leicht nach oben gehen und die 15.900 nochmal anlaufen und alles, was eben hier sowieso wieder deutlich unter diese Linie geht, wäre dann jetzt hier komplett negativ, dann hat sich hier womöglich hier 1, 2, 3, dann war es das mit der Erholung und wir müssen uns dann wieder auf tiefere Kurse einstellen. Deswegen diesen Bereich gut im Auge behalten, beziehungsweise die 19.000, also im Index Future eben, nicht die 19.000, die 15.900, was in etwa dann die 16.000er Marke im Index entspricht. Aber bis dahin hat er noch gut 100 Punkte eine Toleranz. Aber sollte sich jetzt hier das eben auch so ergeben, wäre hier dann trotzdem anschließend eher auch mit fallenden Kursen wieder zu rechnen. Aber noch passt das alles ja hier optimal. Und deshalb schauen wir auch noch im DAX. Hier im Stundenchart. Bislang
hätte sich über dem Rainbow, konnte er kürzlich angetestet im Low bei 9.760 Punkten. Was man eben auch hier wieder sieht, der Widerstandsmarke hier bei 9.850 wurde noch nicht auf Stundenbasis auch geknackt. Hier gab es mal ein leichtes Überschießen, dann eben mit der Nachbörse bzw. mit dem heutigen Handel wieder ein Rücklauf. Aber auch hier steht eigentlich weiter dieses Szenario im Vordergrund. Zu überlegen ist eben jetzt, wann dieses Szenario eben nicht stattfindet, würde ich eben auch hier an der Unterkante des Rainbows sich orientieren. Also Stundenschlusskurse unter 9.700 wären hier definitiv erstmal negativ. Hier kann man jetzt eine neue horizontale Linie noch einziehen, die entweder hier verläuft oder hier oben eben dann direkt und 9.708 Punkte. Also jeder größere Schlusskurs darunter wäre dann hier definitiv negativ. Schauen wir noch im 4-Stunden-Chart an. Ja, hier liegt dann auch die Unterkante darunter. Also hier ist eine gute Unterstützung bei 9.710, 9.700 Punkten. Kommen wir zu den anderen Setups. Silber prallt ja erstmal hier an der Oberkante ab. Auch nicht wirklich dann sozusagen überraschend. Steht ja so im Chart erstmal geschrieben. Bei der E.ON-Aktie, die konnte sich jetzt hier weiter nach oben, die Kursbewegung weiter nach oben ausdehnen. Ja, kann man jetzt, ja, 89 dürfte eventuell noch eine Marke sein, die man, wo der Kurs vielleicht drehen könnte, dass hier vielleicht kleine Gewinnmitnahmen, hier kann man dann auch vielleicht schon Teilgewinne mitnehmen oder einfach auch nur den Stopp nach oben setzen an das Ausbruchslevel oder knapp darunter. Die Deutsche Bank hat das Setup noch nicht aktiviert. Bleibt noch unter dem EMA 38 im Stundenchart. Der Dow Jones war ja das. Hier noch der britische Pfund. Hat hier gut 100 Pips zulegen können. Aktuell gab es jetzt einen Rücklauf an das ehemalige Ausbruchs, an die Ausbruchsmarke, die ja nicht dann stattgefunden hat. Auch hier die Strukturen, also ein neues Hoch bzw. ein Anlaufen von 1,44 steht hier. Oder sollte noch auf dem Fahrplan stehen, was danach kommt. Hier war ja noch die Marke von 1,4460. Ja. Würde ich etwa auf 30 Pips runternehmen, 44,30 etwa, ja. Weil der Ausbruch ja auch etwas tiefer dann stattgefunden hat. Sonst gibt es aktuell nichts Neues. Im Tageschart vielleicht eben auch noch zu erwähnen, dass natürlich jetzt hier definitiv diese Marke, die 9.558, auch wieder eine Rolle spielt. Darunter sollte es im Wochenverlauf nicht mehr gehen. Das wäre wirklich die Maximalmarke nach unten. Danke fürs Zuhören und bis später.